Sure.
Platz drüben. Sind wir schon an? Nee, ich glaube nicht. Sind wir schon an? Nee. Regie! Nee, ich glaube nicht. Das sieht man dann, wenn wir an sind. Hey, wieso ist mein Ding nicht so lang? Ach so, wir sind an, okay. So, das hätten wir dann jetzt auch geklärt. Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. In unserem Livestream. Heute mit Lilly Vogt und Lilly Stieber. Ja, erstes Spiel der Saison. Rot-Weiß München gegen die HG Nürnberg. Beide Teams schwören sich nochmal. Uiuiui, ist das laut. Beide Teams schwören sich nochmal ein. Reparaturen am Tor müssen noch vorgenommen werden. Ja. Platzwart Bogdan ist da natürlich zur Stelle. Ja, Zuschauertribüne bisher, naja, mäßig gefüllt. Fürs erste Saisonspiel? Semi. Semi. Also, falls ihr Zeit habt und Lust habt, dann kommt bitte auf die HGN. Strahlender Sonnenschein, angenehme, naja, was sagen wir, 20 Grad. Ja. Ja, passt. Passt. Mehr gibt es dem nicht hinzuzufügen. Und wir starten rein in die Partie. Oder auch noch nicht. Die Leute sind noch nicht bereit. Es dauert noch. Jetzt macht sich der Torwart von der HGN auch mal bereit. Und ich denke, jetzt werden die Schiedsrichter das Spiel freigeben. Es geht los auf eine schöne und faire Partie. Oh ja, Außenmikrofone auch immer gut. Man hört die Coaches. Ach ja, Kommentatoren haben in der HGN einen neuen Platz. Und zwar mittig. Das ist deutlich besser für die Übersicht in beiden Kreisen. Sonst immer am Kopf des Spielfeldes gestanden. Jetzt geht's auch schon los mit der ersten langen Ecke für Rot-Weiß. Zweiter Ball im Spiel, deswegen wird es jetzt nochmal wiederholt. Kann man das sehen? Oh. Nee, jetzt hat. Ja. Wird es schon gefährlich. Ah ja. Rot-Weiß arbeitet sich da weiter Richtung HGN-Kreis. Das ist jetzt ein Freischlag. Ja, ja, scheitert dann aber an Nick Zeiser, der sich da den Ball erobern kann. Ja. Immer schön diese Ecksituationen. Und da kann Rot-Weiß sich wieder einen Freischlag ergaunern. Jetzt im Konter von der HGN. Ja, wird aber gut gestoppt, um erstmal wieder hinter den Ball zu kommen. Ja, gut durchgesetzt.
Tilly, erwachsen! Lasse! Ja. Oh, Doppel. Verteidigt. Anton! Anton, nächste! Luis, nächste! So, jetzt sage ich N über die Kurve. Einen erstmaligen Kreis. Ah, aber rutscht da aus. Und ab, und ab! Da wird er abgepfiffen. Weiß ich nicht. Ja, gibt jetzt irgendwie noch nicht ganz so viel her, das Spiel. Bisher nichts Spannendes passiert. So, Rot-Weiß mal mit einem Seitenwechsel bringt die Verteidigung von H&M. H&M? Oh mein Gott. HGN in Bewegung. Ja, und jetzt guter Run da von der 27. Und Ball festgemacht. Ja. Geht gleich weiter. Rot-Weiß Richtung Kreis. Und lange Ecke wieder. Ja, gut abgegriffen. Tim durch! So, und jetzt läuft wieder ein Konter. Uiuiui. Luis Zenk wird da etwas zur Seite geschoben und verliert den Ball dann. So, jetzt geht's mal über außen. Nächster Pass. Ah, jetzt im Kreis. Ah, ja, Schütze pfeift da ein bisschen früh ab, meiner Meinung nach. Aber eigentlich schon durch, ne? Naja, gut. Ja, passiert. Passiert. Geht weiter kurz vorm Kreis. Der HGN-Spieler setzt sich ja, stark, erster Torschuss. Gut gehalten vom Keeper. Können wir da nochmal ein Replay sehen vielleicht? Oh ne, hat nicht. Aber stark durchgesetzt von Kerkhoff da. Ja. Ja, Nürnberg jetzt. Ja, schade, wollte da ein Give-Go kreieren. So, es gibt Abschlag, ne? Ja. Sehr viel hin und her. Ja. Ah, nee, doch nicht. Lange Ecke. Ah. Da war der HGN-Spieler anscheinend noch dran. Ja. Ja, stark verteidigt. Und wieder in den Konter. Mhm. Ja, viel Konter. Auf HGN-Seite. Aber bisher kommt jetzt noch kein wirkliches Spiel zustande. Ja. Also es ist irgendwie ein bisschen immer unterbrochen. Immer wieder Ball abgenommen und ja. Rein im Konter. Ja. Genau. Oder Ball im Aus. So, jetzt hat sich die Zuschauertribüne aber doch noch etwas gefüllt. Dank der Damen, die von unserem Trainingsspiel da sind. Genau. Aber immerhin. Ja.
Bisschen was los. Bisschen was los, genau. Ja, erstes Saisonspiel auch immer so eine Sache, ne? Ich glaube, die Herren hatten jetzt so eineinhalbmäßig Vorbereitung. Und da muss man halt wirklich so in eineinhalb Wochenenden auch zusammenfinden, wieder mit ein paar Neuzugängen aus der Jugend und so. Ist auch nicht immer so ganz so einfach, sich ans Erwachsenenhockey gewöhnen und dann doch nach so einer kurzen Vorbereitung zusammenzufinden auch, ne? So, jetzt Nürnberg wieder im letzten Viertel. Wird aber verteidigt. Gut verteidigt. Ja, gut gemacht. Ohne Foul. Klasse! 2-1 kreiert! 2-1 kreiert! Super! Wieder Ball in den Kreis. Ah ja, gute Idee. Aber Ball noch nicht aufs Tor. Leute! Else! Jonas! Hat die nächste! Einfaches Passspiel, kurzes Center! Erwachsen bleiben, Vito! Erwachsen bleiben! Vito, erwachsen! Else! Ja, Vito wird da eingekesselt von München. jetzt über die linke Kurve rein. Und da ist die erste Ecke des Spiels. Kuba Fillinger läuft da über die Grundlinie und kriegt dann den Schlägerschlag. Wir sehen es hier vielleicht nochmal im Replay. Mhm. Ja. Oh ja, abgefälscht und hoch in den eigenen Mann rein. So. Ich denke, Schuss, oder? Erstmal. Ich denke mal Schuss auf 1, ja. Ja. Ah, doch. Okay. Nicht. Oh, jetzt. Timo, Vollgas, komm! Muss einer. Wiederholungsecke? Ja. Rot-Weiß München läuft da zu früh raus. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie es nochmal so machen oder ob sie eine andere. Sich was anderes überlegen. Ich glaube, sie werden es nochmal versuchen. Ja, ich glaube auch, ja. Oh. Oh, ja, ja. Etwas verstoppt. Ja. Wechsel machen! Komm! Lange Ecke. Vito! Timo! Nick Wojtek! Ja, warte! Vito, anders, Vito. Ihr müsst im Mittelfeld, wenn ihr draußen seid, checken, das ist Eisauf. Los, los, los! So, jetzt wieder über die Grundlinie. Ja, und da gibt es noch eine Ecke für absichtlich ins Ausspielen. Wobei ich muss sagen, in der Situation, naja. Nur kein Brett. Müsste man sich fast nochmal anschauen. Ja, dann war gut. Noch gibt es in der Regionalliga keinen Videobeweis. So. Denkst du, wir probieren es nochmal? Zwei Schuss? Ja, ich glaube auch. Ich glaube schon. Die Verlängerung vom Stopp. Ja, konnten ja bisher auch noch nicht schießen. So nee. Oh ja, war an sich gute Ecke, aber halt daneben, ne? Ich sehe das nochmal. Ja, eigentlich guter Ablauf, ne? Ja. Setzt ihn da neben das Tor. Ja. Komm, Timmy, ein bisschen tiefer. Gute Position, Louis. Raus, guck mal, jagen! Timmy gegen 2, Timmy gegen 2, 3, komm! Gegen, hopp! Ab geht's zum Doppelnick! Zug, Zug, Zug! Wieder zu, hopp!
Oh. Boah, das ist grob. Er trifft da wirklich nichts anderes, außer den Schläger von Jan Heyer. Ja, wieder lange Ecke für Rot-Weiß. Ja, gibt irgendwie gar nicht so viel zu sagen, nee. Ne? Ja, wird angeschlagen. Kommt doch. Uiuiui. Hat aber Glück, ne? Kann auch anders ausgehen. Ja, schnell dabei gespielt. Marvin! Ja, Philipp! Wenn Jamil rauskommt nach rechts. Philipp! Also jetzt. Philipp! Ja, Philipp, nächster! Jetzt rechts der Einschiebeball für Rot-Weiß. Ja, Schlenzer. Ja, bekommt er für sich. Ja, ist okay. Oh. Uiuiui. Ganz schön Keule da. Da geht, segelt er einmal quer durch den Kreis. Und ins Aus. Und ins Aus, ja, genau. Abschlag für Nürnberg. Ja, Rot-Weiß relativ tief sogar, ne? Mittellinie plus, naja, 6-7 Meter, würde ich sagen. Dafür in der Mitte sehr kompakt und Achtung, rutschig. Na, jetzt drängen sie an. Waffloschmeißer lässt ihn da gut aussteigen. Oh, schöner Ball. Der war stark. Und jetzt vielleicht das Tor. Ah ja, auf meinen Call, Tim Kerkhoff, schön gespielt. Starker Ball da auch von Flo Schmeißer, muss ich sagen. Gut mitgenommen. Ja, auch Jonas Elz nach vorne, richtig schön gespielt. Nicht zu hektisch. Sehen wir nochmal das Replay. Ah ja, okay, ist da, ja. Dann nochmal quer. Ja, da stark Tim gespielt. Aber auch allein vom Tor. Ja, und vier. Rot-Weiß-Münchner können dem Ball nur noch hinterher schauen. Mal die Zuordnung da vielleicht ein bisschen klarer gestalten. So, jetzt nochmal Konter. So, und jetzt vielleicht. Oh, uiuiui, Schiri wird abgeschossen. Heimatland. Gut gekontert, Jungs. Ja, stark gekontert, das stimmt. Ja, schrubbt ihn dann. Ja, schade. Ja. Und gut gemacht von Luis Zenk. Oh ja, jetzt sind die HGNler natürlich ein bisschen gierig. Ja, auf jeden Fall. Sind on fire, sind aufgewacht. Der Schlag kann von Marcel abgelenkt werden. So, jetzt aber der im Kreis. Das kann München jetzt aber da gut lösen. Gut. Ja, Seitenwechsel übers Mittelfeld. Ui, ui. Ich schieb die Wippe. Ist gut. Gut, Marci. Gut getäuscht. Geh, 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 geh! Mit Mut! Trau dich! Ich weiß gar nicht, wie laut man den HGN-Trainer hört. Laut heißt wir uns. Hören ihn laut. er spricht auch laut. Ja, aber er steht auch direkt unter uns. Die meiste Zeit. Dash-Mikro, Nick Raum. Ist ja vielleicht auch ganz interessant zu hören. Ja, interessanter als uns. Ja. Ja, man kann aber gerade auch wirklich nicht viel sagen, weil nicht so viel. Ja, HGN fängt viele Bälle ab. Ja, jetzt. Und das erste Viertel ist auch schon vorbei. Wir gehen mit einer 1:0 Führung für die HGN in die Pause. Bis gleich. Bis dann.
So, wir sind wieder zurück. Ja, herzlich willkommen zurück zum zweiten Viertel. Sind wir mal gespannt. Schön wäre es natürlich, wenn auch ein paar Tore fallen. Ja. Für beide immer schön. Seiten. Ja. Wäre es noch spannend. Wir wollen attraktives Hockey sehen. Ja, und da ist der Fehlpass. Hm. Ja, schade. Kriegt er da auf den Fuß. Da kann jetzt München wieder aufbauen. Löst es da jetzt, versucht durch Mittelfeld zu lösen. Ja, aber Nürnberg ist da echt schon uiuiui, gierig. Eieiei. Was ist da jetzt los? Ah, nicht an der richtigen Stelle ausgeführt. Mhm. Naja, gut, das kann ich auch eher pfeifen, ne? Ah ja, stark gemacht. Ah, sie geht da. Oh mein Gott, der war so schnell, habe ich gar nicht gesehen. Ich auch nicht. Ich dachte, sie geht da wieder. Ja, es hat sich so dumpf angehört. So ja. Abschlag. Ja, die HGN-Herren stehen sehr hoch. Mhm. Hohes Pressing. Ja, aber München findet auch nicht so wirklich, also dadurch nicht so wirklich den Anspieler, das gute Anspiel. Vor allem daraus dann wieder was zu entwickeln. Also jetzt gerade war der ja schon dann ins Mittelfeld angespielt, aber dann. Ja, jetzt wieder durch in die Mitte. Ja, Ben kommt gleich, Ben kommt gleich. Oh, ja, ein schwieriger Ball da für den Außenverteidiger. Aber München macht da schon dann auch die Räume eng, dann wenn die Nürnberger in die Mitte anspielen, dann ziehen sie sich so ganz kompakt zusammen, sodass die Mittelfeldleute möglichst wenig Möglichkeit haben, ja, sich irgendwie aufzudrehen. Mhm. Oder die müssen meistens rausspielen. Ja, wieder hinten raus, genau. Ah ja, da geht der Risiko, ne? Alles oder nichts. Und das war wohl nichts. Oh ja, jetzt geht's aber ab, du. Über rechts. Ja, Überlagerung. Über einen linken Fuß nach dem anderen. Hey, und dann wird die runde Seite getroffen. Schade, aber sehr starker Angriff. Und es geht wieder direkt auf die andere Seite. Ja. Top oder top. Und wieder auf die andere Seite. Ja, das kann anstrengend werden. Das hatten wir heute in unseren eigenen Spielen selber schon so. Irgendwann mit einem die Puste aus. Ja. Aber gut, Spiel ist noch jung, ne? Relativ jung. Gut, Ben, geh. Gut. Super, einfach. Ja, auch wieder altbekanntes Problem in Anführungsstrichen. Rutschiger Platz. Rutschiger Platz. So. Zeit ist angehalten. Gibt es eine Ansprache an den Kapitän von München? Ist es der Kapitän? Ja, ah. Hat er, glaube ich, gerade gesagt. Mhm. Okay, weiter geht's. Ich denke mal wegen Meckern oder so. Ja. Also kann ich mir vorstellen, auf jeden Fall. Ja, jetzt da wieder ganz gut geklärt. Ja, jetzt kann sich München da wieder den Ball erobern im Mittelfeld. Und können sich jetzt mal auf den Druck von Nürnberg da ein bisschen befreien. Ja, ist alles noch zu ungenau, ne, bei München. Also viele Bälle da auch immer in Seiten aus. Ja. Hätte der denn jetzt gestoppt?
Ui, rutschig. Ja. Das ist mir auch schon zweimal passiert. Ja, vor allem hier in der Mittellinie, ne? Unglaublich rutschig. Pfeift der Fuß, aber ich glaube, er war gar nicht am Fuß. Und er war auf jeden Fall nicht da, wo er ausgeführt hat. Ah, ja. Und schon sind wir rechts. Super Spiel, ja. Der kommt kurz. Oh, und da ist die Ecke, wie ich das sehe. Also sehen wir nochmal Replay. Ja, jetzt kommt's. Oh, ja, okay. Kann man eine Ecke pfeifen, aber muss man nicht. Bisschen grob, aber sonst. Mhm. Hier außen wieder Diskussion. Hier außen wieder qualitativ hochwertiger Talk. Direkt unter uns. Genau. So, Ecke Nummer 3. Ui. Wieder rechts rein. Ja. Aber war der abgefälscht? Ja, ja, nochmal. Das ist nochmal die Situation, die zur Ecke geführt hat. Ja, die Ecke selbst sehen wir jetzt leider nicht nochmal. Naja, egal, war auch kein Tor. Also, oh, starker Ball. Schön. Jetzt muss Nürnberg da richtig ackern. Ja, auch wieder gut verteidigt. Ja, aber auch bei Nürnberg. Viele Ballfall. Uiuiuiui. Jetzt aber. Ja, da sieht der Schiri den Stockschlag. Muss mal sehen. Ja, Christopher Kretschmer geht da etwas rabiat hin. Ja, hat schon gut geklackert, ne? Ja. So, erste Ecke. Ich habe gehört, dass der Eckenschütze von München gewechselt ist. Gewechselt weg oder hin? Weg. Ah, okay. Das heißt, ja, ich tatsächlich habe ich die Herren von Rot-Weiß München noch gar nicht spielen sehen. Ich auch nicht. Ich bin gespannt. Oh ja, die kam aber auf jeden Fall relativ gut aufs Tor. Ja. So, ja, rutscht da leider weg, ne? Aber mindestens mal aufs Tor spielen. Mehr als bei uns. Na ja, kriegt den da jetzt auf die Knie. Nee, ist okay, kann man pfeifen. Jetzt will es München schnell machen, aber findet im Kreis auch noch keinen wirklichen Anspieler. Jetzt sehen wir sie hier nochmal die Ecke. Ja, Matze Raum beim Tor auch da. Ui, ja. Hat er ihn noch? Wird er langsamer? Boah. Oh, schade. Schade. Ich habe ein bisschen Zeit gespielt. So, Nürnberg stellt sich jetzt ein bisschen tiefer. Und jetzt die Außenverteidiger werden. Oh. Ah ja, ist da jetzt unglücklich umgeknickt. Ich glaube, der hatte eh schon was am Fuß. Ja. Das ist halt, weil dieser Platz so rutschig ist. Ja. Sogar die Herren, die es gewohnt sind, rutschen aus. Also. Ja. Das ist halt, wenn du mit so viel Tempo kommst, ne, dann. Ja. Eieiei. Kannst halt auch nicht mal bremsen. Und dann zieht sie die Füße weg. Oh. Ja, kann man pfeifen. Ist ein Stock faul.
So, gute Front Position. Wird da wieder gefoult direkt am Kreis. Komm nach rechts mit dem Ball! Ansage ist nach rechts mit dem Ball, mal schauen. Das war's nicht. Das war nicht rechts. Und der Gegenkonter läuft. Oh, Müller kann ihn da, naja, zumindest mal bis zu einem. Ja, da kommt doch gleich die Ansage. Und Coach, nach rechts, bitte. So, jetzt kann München wieder aufmachen. Recht viel Mittelfeldgeplänkel, ne? Mittelfeldgeplänkel hier. Ja. Wenig Kreissituationen. Aktuell schon, ja. Ja, ist auch sehr gespickt von Stockfedern irgendwie das Spiel und irgendwie Pässen in die Vorhand. Ja, ich meine, so ein Ball, ne? Die kriegst du halt auch einfach nicht. So, München jetzt höher. Eieiei. Mhm. Ja. Ich glaube, dieses mit dem Ball selber laufen ist einfach durch diese Rutschgefahr nicht so das Wahre. Ja. Einfach schnell spielen. So schnell auch nicht, aber schnell spielen und wenig selber mit dem Ball laufen, weil also jeder zweite hier ist wie auf dem Glatteisbahn. Ja. München da griffig. Ja. Hat da recht der Trainer. Jetzt ist die dritte Situation. Erster. Kriegt er ihn noch aufs Tor? Kriegt einen Pfiff gegen. Oh. Jetzt kommt auch die erste Ansage von Kretschmer. Ist da gar nicht zufrieden. Was hat er gesagt? Ich habe irgendwas verstanden. Können wir jetzt mal aufs Tor oder irgendwie okay. Sowas? Und dann nur noch ein Mann! Ja, an sich. Weiß ich nicht. Kontrolle, nicht Kontrolle. So, jetzt vielleicht. Ja. Kommt da noch sein Schläger dazwischen? Nummer 4 von München. Ja, sie unterbrechen wie immer wieder mit so kleinen Nicklichkeiten die Ballstaffetten. Heißt das so? Ballstaffetten. Nee. Falsch. Ich glaube schon. Okay. Egal, ihr wisst, was ich meine. Werden da immer wieder unterbrochen. Das ist natürlich dann auch für den eigenen Spielfluss gar nicht gut und wenn man dann mal 2-3 Stürmer von München überspielt hat und dann immer wieder die volle Anzahl an Mann hinterm Ball hat, machen das da echt stark. Abola ist da, Abola ist da! Abola ist immer noch da! Abola ist da! Abola ist da! Ja, jetzt verliert München da irgendwie etwas die. Ja. Ja. Gut gespielt. Jetzt bin ich gespannt. Eieiei. Naja. Quer durch den Kreis. Quer durch den Kreis, über den Damen. Ja, keiner da. Ja. Mann! Ja, ein Schiebelball von München. Kurzes Angebot ist da, verstopft ihn aber leider.
und jetzt wieder schnell das Umschaltspiel. Also was mir wirklich gut gefällt, ist von Nürnberg das Umschaltspiel. Sie spielen wirklich, wenn sie einen Pfiff bekommen, direkt. Das war gut. Schönes Arke-Tor. Ja, von Nick Wojtek. Davor schön gespielt. Oh, durch die Beine. Oh, oh. Nee? Vorbei, glaube ich. Nee? Okay. Recht so. Ich sehe es nicht so gut. 2:0 für die HGN. Ja, ist verdient, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, München muss jetzt dann echt einen draufpacken, vor allem die Fehlerquote geringer zu halten. Also, im eigenen Ballbesitz ist es wirklich zu viele Bälle, die ins Ausgehen, die beim Gegner in der Vorhand landen. Jetzt aber mal wieder im Kreis. Oh ja, es war schön gespielt. Oh, und da ist der Fuß, meiner Meinung nach. Ja, jetzt pfeift er auf die Ecke. Ja, gut gemacht. Ich sag's gerade noch, ne? Und dann. war schön gemacht. Gut gespielt. Ja, und das ist kein Vorteil mehr. Und dann pfeift der Schiri in die Ecke. Genau. Da hat er, glaube ich, noch drauf gewartet, ob der noch schießt. Ja, gut gemacht. Auch immer ärgerlich, ne, wenn er dann im Tor landet und dann hat der Schiri schon gepfiffen. Genau. Aber gut. So, zweite Ecke. Für Rot-Weiß. Mal schauen, ob sie jetzt mehr Glück haben. Erste Ecke ging immerhin aufs Tor gut gehalten, auch von Mats Raum. Mhm. Wieder auf 1. Oh. Ah, ja, wird da direkt abgewehrt auf den Mann. Oh. Oh. Aua. Der ging, glaube ich, auch an eine unangenehme Stelle. Da brauchen wir, glaube ich, auf jeden Fall Eis. Oh. Der Arme. Eieiei, oh Gott, der Arme. Ja, er steht wieder. Ist auch noch der Rausgeber, oder? Oh, der Arme. Ob er sich da jetzt nochmal hinstellt. Oi, oi, oi. So. Ja, springt jetzt da hoch. Rausgeklaut, aber ist noch heiß. Ja. Ja, springt da blöd weg. So. Jetzt wieder der Aufbau. Ja, linker Fuß, linker Fuß. Ich weiß nicht, was er da jetzt wollte. War auf jeden Fall ein lauter Schrei, falls Sie es auch im Livestream gehört haben. Und dann da leider von Flo Schmeißer hops genommen. 20! Ja. 20! Die letzten 10 Sekunden jetzt in der Halbzeit. Vielleicht holen die HGN Herren noch was im Kreis, aber. Schaut nicht danach schaut aus. Nicht so aus. Ja, naja. Rot-Weiß hat es jetzt auch nicht eilig. Legt sich da den Ball zurecht. Okay, das war's mit der ersten Halbzeit. 2:0 für die HGN und wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. Ciao.
straw to cling to save myself to the shore. And I am drifting. Drifting through the void.
Okay. Ja, ja. Okay. So. Willkommen zurück. Boah, ey, das ist so laut. Sieht man uns? Oh Gott, ja, man hat uns gesehen. Bitte nicht. Bitte nette, wieder, clevere Frau da. Ja, bitte wieder aufs Feld. Die wichtigen Dinge. Ja, Kamera, an der Kamera heute Luisa Plumhoff und Mary Müller. Und ja, unsere Regie Linda. Hallo. Und Helmut. Und Helmut, wie immer, unser Meister der Technik. Der ist dafür verantwortlich, dass das hier alles so gut läuft. Ja. Sonst wären wir aufgeschmissen, ne? Ja. Vor allem wir beiden. Wir sind nur hier zum Quatschen. Es geht weiter. Zweite Halbzeit. So, Nürnberg jetzt mit so einem, ja, verkappten, na, Fünferaufbau? Zwei ganz hohe Außenverteidiger. Stimmt. Oder? Oh, lässt sich der Sturm von München ein bisschen weit rauslocken und jetzt zack auf der anderen Seite. Ui! Ja, starker Ball. Ja. Kann da nur noch so weggeblockt werden vom Münchner Verteidiger. Guck verdutzt, sieht es nicht ganz so ein. Wir haben es jetzt auch nicht wirklich gesehen. Nee. Also, er kann, aber der Schiedsrichter stand ja 2 Meter weg, also. Jetzt schon gesehen haben. Und genau. So. Und wieder direkt Druck auf den Außenverteidiger. Ja. So, Dominik Dimper will es da ganz genau haben. Oh ja, da sind wir noch lange beschäftigt. Ja, jetzt kommt dann Ball durch die Mitte. Ja, wird da gut gestört. So, und jetzt aber kriegt er den noch. Ah ja. Oh ja, gut erlaufen. In der Ecke. Kann er noch gestört werden? Für Nummer 27 von München. Ja, vielleicht so ganz interessant zu wissen, die HGN-Herren hatten in der Hinrunde 4 Spiele und haben jetzt, glaube ich, in der Rückrunde 10 Spiele. Unfassbar viele. Irgendwie die so. Sind ewig beschäftigt. Ja, und haben dann auch im Mai, glaube ich, 3 Wochen oder so Pause. Auch nicht gerade gut für den Spielfluss, sage ich jetzt mal, wenn man mal drin ist. Und dann verliert man auch irgendwie die Motivation irgendwann. Da ist dann die Luft raus. Ja. Also beziehungsweise wir wollen es nicht vorhersagen, aber es kann auf jeden Fall sein. Ja, sowas ist immer blöd, wenn dann ein Wochenende frei ist. Ja, und das oder mehrere. Sogar 3. Ja. Genau. Das kennt ja eigentlich jeder. Ja. So ab der Hälfte der Saison freut man sich dann auch auf irgendwann wieder freie Wochenenden und auch mal ja, allgemeine athletische Pause irgendwie. Und wenn man dann mal so 3 Wochen frei hat. Naja, ich bin mal gespannt. Ja. Aber da sind wir ja jetzt noch nicht, ne? Erstes Saisonspiel, wie gesagt, aber ja, vielleicht ganz nice to know. 4 Spiele nur in der Hinrunde gehabt und jetzt 10, also wird ein langer Sommer, ne? Genau. Für die Männers. Genau, weil dann steht nämlich auch noch ein Auswärtsspiel in München bei Rot-Weiß an. Sozusagen ist das jetzt die erste Begegnung. Genau. Auch nachdem die Herren ja jetzt erst in der Regionalliga spielen seit dieser Saison, oder? Mhm. Ja. Genau. Ach, ja. Sie hatten jetzt viel Zeit, sich da zu orientieren und dann kommt trotzdem so ein Seitenwechsel zustande. Nürnberg kann da jetzt zwar nichts draus großartig machen, aber solche Pässe über das halbe Feld tun halt einfach unglaublich weh. Da kommt ein Schlenzer. Eieiei. Was ist denn die Zuschauer? Bitte,
ja, unangenehmer Ball fürs Mittelfeld. Kann da gut abgefangen werden. Aber der Ball ist wieder in den Reihen. Jan Haier geht wieder ins Laufspiel. Ui, starker Ball, ganz starker Ball. Und jetzt ist natürlich hinten. Ey. Ecke. Aha. Ui, da geht er sogar gegen den Pfosten. Unerwartet. Hat keiner mit gerechnet, natürlich. Lässt sich dann den Ball auf die Füße legen. Das ist technisch einfach nicht ganz so sauber von, nicht ganz sauber von Rot-Weiß. So, ja. Hier wieder der Schlenzer, ja. Kann man auf jeden Fall aus dem Eck da hinten probieren, aber. Ist okay, kann man geben, aber. Else! Naja. Kommt da leider nicht mehr am Ball. Oh, man hört dich nicht so. Ja, ja, ich weiß warum, weil das falsch rum ist. Nee, doch nicht. Hä? Ist das bei mir auch so? Kann man das drehen? Mikroprobleme gerade. Ja. Er ist irgendwie verdreht. Ja, muss man einfach später tauschen. Ich muss einfach halten. Ja, irgendwie, ich finde, München könnte irgendwie ein bisschen mehr, ich finde, dieses ist nicht sehr, nicht so energetisch irgendwie. Also ich weiß nicht, ob sie vielleicht auch einfach, ob seit heute einfach wirklich nicht, nicht besser geht. Ah. Aber ich, schneller Ball und jetzt in Konter rein. Und wieder gegen Konter. Ja. Nicht selten gesehen heute. Genau. Ja. Verstoppt da aber den Ball im Kreis dann. Ja. Hier wird viel geschrien. Ja. Eieiei. Der Ball. Ja. Ja, starker Ball. Uiuiui. Warum bolzt den da so vor? Oder war der abgefälscht? Ich weiß es nicht. Ich glaube, er sieht da jemanden, aber war bestimmt noch ein Schläger dran. Ja, ja, auf jeden Fall, weil es gibt ja auch lange Ecke. So, jetzt irgendwie extremst zerfahren das Spiel. Ja. Also sowohl HGN als auch München bekommen jetzt gar nichts auf die Kette. Also was heißt nicht auf die Kette, stimmt nicht, sondern mehr so, es ist halt irgendwie so, ja,
bisschen. Bei Nürnberg fehlt die letzte Konsequenz gerade im Viertel, also im Viertel von, im letzten Viertel von München. Und bei München, ja. Ja, das ist irgendwie nicht wild. Viele Pfiffe auch. Ja. Viele Unterbrechungen. Ja, kein Spielfluss. Ja, jetzt. Oh ja, kann man auch Schläger stellen, pfeifen meiner Meinung nach. Aber ist okay. Nürnberg fordert da sogar. Ergebnis! Oh ja, kann man bringen. Louis Zenglauer da am langen Pfosten. Aber der Torhüter von München passt da auf und unterbricht den Pass. Oh, gut gespielt. Und jetzt vielleicht. Ey! Knappe Geschichte. Geht nicht aufs Tor, wird rausgepfiffen. Schön gespielt, aber ja. Auch mit dem direkten Ball im Kreis. Ja, schön weitergeleitet und gute Front Position. Ja. Hm. München kann dann die Bälle einfach nicht festmachen. Ja, hat der Glück, dass er durchgeht, ne? Ja, verpasst er aber auch oft kurz den Ball. Jetzt vielleicht mal wieder ein bisschen Ruhe reinbekommen. Hm. Ja, weil ich kann man auch abspielen. Ja, vielleicht wieder vielleicht. Pass spielen müssen. Ja. Oder halt eine Anschlussstelle finden, ne, im Kreis. Aber gut, war vielleicht auch keiner da. Ui. Schick. Aber irgendwie fallen nur unsere Herren hin. Ja, jetzt in der zweiten Halbzeit haben. Oh ne. Man rutscht schon immer kurz weg. Mhm. Vor allem halt immer diese Stemmschritte sind so nicht gestemmt. Ja, hat man wenig Halt auf jeden Fall. No grip. Auf unserem Platz. Ja. Das müssen wir zugeben. Das müssen wir zugeben. Dafür extrem schnell. Also. Ja. Man extrem kann schnell spielen. Schneller Pass. Platz, danke. Ja. Und der Ball hoppelt bis auf die Schusskreise auch nicht so viel. Mhm. Also zumindest nicht so, dass es halt am Platz liegt, sondern oh, wieder ein Schlag. Ja. Sticht er sich selber ins Gesicht. Ja, ruhiger und Kontrolle hört man jetzt hier auch schon von der Bank. Eieieiei. Ja, genau, jetzt vielleicht mal nicht direkt wieder spielen, sondern mal ein bisschen Ruhe reinbringen, weil. Die Wechsel machen. Ja, Ruhe. Genau. Dass man einfach ein bisschen wieder runterkommt. Ja, jetzt ist das schön gespielt, schade, ja, hat die noch. So, und jetzt kommt. Kreiseintritt für Rot-Weiß. Oh, da ist die Ecke. Ja, das habe ich jetzt tatsächlich gerade auch nicht wirklich gesehen. Oh. Hat sich jemand wehgetan? Okay, das schauen wir uns einfach nochmal an. Ja, naja. Er ist schon erst am Ball. Also. Ah, ne. Uiuiui. Ton wird rauer. Nee? Ja. Ich glaube jetzt auch, München hat eine Karte bekommen. Aber irgendwie, ja? Ja, okay. Okay. Der Trainer. Oh, ja, okay. Hat sich da wohl zu lautstark beschwert. Ich glaube, er wollte auch einen 7 Meter haben. Ja. Weil Matze Raum da wohl anscheinend etwas rabiat. Oh ja, stark verteidigt. So, jetzt läuft der Konter.
Schade. Und wieder der Gegenkonter. Ja. Die Meter tun weh. Es ist wirklich, wir wissen's, glaube ich, alle, ein anstrengendes Spiel. Ja, es ist gottlos. Vor allem, es ist auf dem Platz super warm. Also deutlich, deutlich wärmer als, ja, wenn ich auch mal... Auch zu Beginn des Spieles. Jetzt scheint die Sonne wieder. Ja. Ist auf jeden Fall wärmer. Ja. Ja, aber das ist halt der Platz, der kriegt so Dämpfe, der dämpft so aus. Tropisch. Naja, Rot-Weiß jetzt in Unterzahl. Ja. Durch die Karte. Eieieiei. Wer ist denn da? Ja, Unterzahl. Es ist wild. Es ist echt wild. Die Body Position! Gut gespielt. Gutes Auge. Ja, stark. Wollen da rauskontakten? Ja, und 4 HGNler schaffen es nicht. Also gut, hätte er ihn jetzt noch gestoppt, aber so gut wie nichts, ihn da aufzuhalten. So, vielleicht der Schlenzer. Ja, wird abgehalten. Jetzt wieder im Eck. Wir lieben sie alle, diese Situation. Oh, ja. Eieiei, das ist wirklich ein furioses Spiel. Okay. Ja, 2 Minuten Pause und wir sehen uns jetzt ins letzte Viertel. Danke. Willkommen zurück. Oh Mann. Es steht immer noch 2-0. Nichts passiert im dritten Viertel. Kein Tor. Kein Tor. Nur viel Ping-Pong. Ja. So, wir hoffen jetzt auf nochmal ein cooles letztes Viertel. Crunch-Time. Ja, jetzt ist nämlich
München da vorne schon rausgeruckt. Mhm. Oh, und erobert sich da auch den Ball. Kretschmar konnte da den Konter noch unterbinden, aber das war jetzt auf jeden Fall schon ein bisschen aggressiver da von München. Ja klar, die Punkte sind, glaube ich, auch wären wichtig für München. Ui. Gut danach geholt. Uiuiuiuiuiui. Oh, starker Torschuss von Jan Heyer. Kommt auch nicht so oft vor, dass er aufs Tor schießt. Da hat er sich gedacht, ach, jetzt nehme ich mir den nochmal. Ich glaube auch immer noch. Wobei? So, kriegt grüne Karte für den Bodycheck am Kreis. Geht auf jeden Fall klar. Ja. So, jetzt finden hier mal wieder Fachgespräche an der Außenlinie statt. Immer besonders beliebt. Sehr interessant auf jeden Fall. So, jetzt. Ich dachte schon, Jan Heyer versucht nochmal sein Glück. Aber. Ja. Gut so, Marc. Noch eine grüne Karte, ja, weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Ich finde es ein okayer Zweikampf. Ich finde auch, dass er lässt ihn da gegeneinander prallen. Ja, lässt ihn da halt einfach. Ja, also ich finde auch. Ja, naja, so doppelte Unterzahl bei München jetzt, das ist natürlich. Bei dem Spielstand der Super-GAU kostet extrem viel Kraft. Ja. Und naja, gut, Spaß macht es nicht, auch nicht sonderlich, ne? Wenn du halt nur hinterher rennst und verteidigst. Ja, mal schauen, was die HGN jetzt draus macht. Ob sie es schlau aufziehen. Ja. Durch ein Passspiel zum Beispiel. Oder auch sehr beliebt ab und zu mal Kopf durch die Wand. Ja. Ja. Keiner da. Kein Fuß. Ja. Ja. Mitte ist auf jeden Fall kompakt zu. Ja. Stellen und jetzt, sie ganz gut zu tatsächlich. Ah, nee, warte mal, war schon dreifache Unterzahl. Oh! Da ist der Ball, aber rollt ja an der Linie, Torlinie vorbei. Okay, jetzt wird es irgendwie hitzig und ein bisschen auch unnötig. Spielt mal wieder Hockey und diskutiert nicht so viel. 1, 2, 3. Stimmt, das war dreifache. Ja, dreifache Unterzahl. 2 grüne Karten. Und die gelbe noch von vorhin. Für Trainer, ne? Die der Trainer bekommen hat. Genau, ja. Wir sind später raus, genau. So, jetzt doppelte Unterzahl. Entschuldigung für die Verwirrung. Könnte man ja auch mal die Spieler auf dem Feld durchteilen, ne? So ist ja nicht. Ja. Ah, ja, der rutscht ihm der Schlenzer ab, aber der Mitspieler kann ihn noch festmachen da im Mittelfeld. Aber auch wieder von 3 umzingelt. So, jetzt noch einfach Unterzahl. Man merkt auch langsam, dass diese Spritzigkeit ein bisschen. Ja. Halt einfach anstrengend ist. Oder viel Kraft gekostet hat. Das hat auf jeden Fall alles viel Kraft gekostet. Und doch durch auch durch einige Konter irgendwie immer wieder komplett. So, Gleichzahl, genau. Wir hören's. Okay. Oh, ja.
Das Geschwisterduo auf der Außenverteidigungsposition. Süß. Timo Müller jetzt diese Saison hochgekommen. Ei. Wurde rausgepfiffen. Ja, gut gespielt. Blick zum Ball. Blick zum Ball. So. Jetzt wieder über rechts. Dann kann er abgegriffen werden. Ja, genau das, was ich meinte, im letzten Viertel ist einfach nicht ganz Konsequenz da. Aber ansonsten über weite Strecken muss man sagen, Nürnberg wirklich mit einer Spielidee. Und München hat Entwicklungspotenzial nach oben. Also ja, am Anfang echt gut, auch immer unterbrochen. Die Angriffe von Nürnberg, aber jetzt leidet auch einfach die Technik. Ja, unter Magdeburg. ja, viele Fehler. Oh, kommt da durch zwei Spieler durch und findet noch den Pass? Ja, gut gemacht. Ui, starker Run da bis auf die Grundlinie. So, ich habe schlechte Sicht. Okay, Einschiebeball ganz im Eck für Rot-Weiß. Lange Ecke. Ja, pfeift der Fuß. Aha. Tatsächlich sah es für mich von hier oben auch so aus. Ah. Oh, regen sich da arg auf. Aber er steht direkt daneben. Ja. Also, ich denke mal, das hat schon ein bisschen gepasst haben. Okay, jetzt wieder eine kurze Ecke für Rot-Weiß München. Ey, verspringt er wieder. Oh Gott, ist das laut. Ah ja. Konter da ganz gut unterbrochen eigentlich. Ja, sind auch schnell zurückgekommen. Ja. Und eieiei, hoch. So, jetzt. Ja, immer noch in der Vorwärtsbewegung. Ja, findet da drei. So, und jetzt vielleicht. Ja, kann man mal probieren, ne? Auch als Youngster sich mal da trauen. Schöne Chance auf jeden Fall. Ja. Uiuiuiui, ist der schnell.
Hui! Bis in den Kreis. Und ein Pfiff noch. So. Ja, jetzt vielleicht. Uiuiui. Da entwischt, Schlägerschlag. Da entwischt ihm der Ball. Vom Stürmer. Ball vergessen. Ja, Ball vergessen, genau. Ja, gut geklaut. Ja, ist der Ellbogen ein bisschen draußen. Kann man schon pfeifen. Ja, finde ich auch. Ist okay. So, der ist jetzt da alleine, ne? München auch überhaupt nicht zufrieden mit den Schiedsrichtern. Also allgemein jeder zweite Körperkontakt wird irgendwie reklamiert von beiden Seiten. Willkommen im Herrenhockey Regionalliga, sag ich da. So. Wieder Diskussion, oder? Ja, ich glaube grüne Karte, oder? Gelb. Gelb. Oioioioioi, oh Mann. Ja, das war Domi Dimper da wahrscheinlich ein bisschen zu viel Getexte. So. Ja, lässt sich da ein bisschen ausdrücken. Ja, aber gut. Ja, gut gemacht bis dahin, ne? Gut gemacht oder aber auch gut den Ball geklaut. Ja. Ja. Ohne Foul. Letzte okay. Ermahnung vom Schiedsrichter, da meine, auszuführen, wo war. Ja, meiner Meinung nach war der eigentlich schon da. Naja, gut. Oh, stark runtergepflückt. Kann er aber nicht festmachen. Lange Ecke. Wir sind jetzt schon in den letzten 3,5 Minuten fast fürs Spiel. Ich glaube, die München wird jetzt in der Unterzahl zu Ende spielen. Ja, sind schon einige Karten jetzt im Spiel gefallen. Ja, voll, voll. Also 4 Karten jetzt, glaube ich. Das kostet. Das kostet. Bei uns auf jeden Fall. Ja, ja, aber ich denke mal bei denen auch. Ui, stark Schöner gemacht. Weg. Ja, ist eine Ecke. Naja. Was war da schon wieder? Schlägerschlag? Oh, hat man jetzt nicht mehr gesehen. Schade. Naja. Ich glaube Schlägerschlag. Ja, glaube ich auch. So. Ecke wieder auf 1. Uiuiui, die rutscht ihm aber ganz schön ab. Ja. Und da ist der Gegenkonter, ne? Ui. Oh, oder auch nicht. Ja. Ja. HGN spielt das jetzt eigentlich ruhig. Ja. Verwaltung. Ah, schön. Gut gemacht. Schöner Pass. Ah, hat er ihn noch? Er springt ihn da ein bisschen weg. Ah,
Kopfball machen. Coach da gar nicht zufrieden. Will, dass er ihn da annimmt. Oh ja, der ist da alleine, ne? Also ich frage mich, wenn da so viele Leute zum Wechseln stehen und jetzt die letzten 2 Minuten laufen, dann wechsle ich doch, oder? Ich weiß nicht, ob ich da jetzt falsch gestrickt bin, aber... Da kommst du raus, oder was? Ja, nein, warum die dann da jetzt so hektisch spielen? Ach so, ja, ja. Genau. Weil, ich meine... Ja. Also auf Krampf da jetzt... Also, na ja, gut. Die werden sich schon was dabei denken. Gut runtergepflückt. Mindestens das Schlimmste zu verhindern. So, jetzt vielleicht nochmal Angriff. Oh, ja, stehen da gut die Münchner. Mit so einem flachen Schiebeball ist dann doch einfach zu stoppen. Fällt da um. So, schneller Ball nach rechts. Genau. Ja, gut gemacht. Ja, ja, Fuß. Ja, das war's auch schon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Die HGN gewinnt 2:0. Und gegen Rot-Weiß München. Ja, gute Heimfahrt an die Münchner und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Thank you.